Nach einer erfolgreichen und tiefgründigen Sachanalyse und der Erschließung der Sachlogik erfolgt die Präkonzepterhebung. Hier als Beispiel die Präkonzepte über die Katze. Das Wort Präkonzept kommt aus dem Lateinischen. Prä steht für vor und Konzeptum steht für das Zusammengefasste. Konzeptum besteht wiederum aus con für zusammen und capere für fassen oder nehmen. Konzept bedeutet also auf Deutsch ein Entwurf, Plan, eine Idee oder ein Ideal. Und das Präkonzept wird gebraucht für die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler vor ihrem Unterricht. Warum sind nun diese Präkonzepte so wichtig? Jeder Mensch ist einmalig und jedes Hirn ist individuell verschaltet, auch bei eineigen Zwillingen. Denn jedes Kind hat durch unterschiedliche Vorkenntnisse sein Wissen unterschiedlich konstruiert. Ein Beispiel ist die Frage, woher stammt die Milch? Diese Frage wird von einem Bauernkind oder von einem Stadtkind unterschiedlich beantwortet. Für unseren Unterricht möchten wir nun wissen, welches Vorwissen das Kind hat, ob das Vorwissen richtig oder falsch ist, also ob Fehlkonzepte bestehen. Wir möchten den individuellen Lernstand des Kindes erfassen, um ihm den bestmöglichen Start in den Unterricht zu ermöglichen. Folgendes Beispiel zeigt Präkonzepte von Kindern rund um das Thema Mein Bild der Erde. Primarschulkinder haben zuerst ein Bewusstsein für eine flache Erde, also ihre eigene Umgebung. Dies wird ausgeweitet in eine Kugelform, aber immer noch mit einem Unten und einem Himmel des Obens, bis zuletzt die Kugel, die um die Sonne kreist, den Kindern bewusst wird. Wie werden nun Präkonzepte erhoben? Sie können Interviews führen, Bilder zeichnen, Material oder Bilder ordnen, Fragen beantworten, meist schriftlicher Art, echte Problemstellungen lösen, freie Texte schreiben oder auch Zukunftswerkstatt betreiben, also philosophieren und. Das Interview hat folgende Vorteile. Eine Schreibfähigkeit ist unnötig. Ein individuelles Verständnis ist gut zu erfragen. Eine hohe Flexibilität ermöglicht eine Anpassung an die Kinder. Und bei Unklarheiten können sie jederzeit nachfragen. Der Nachteil ist der sehr hohe Zeitbedarf. Bilder zeichnen und malen haben folgende Vorteile. Eine Schreibfähigkeit ist nicht nötig und eine Veranschaulichung von Strukturen, Abläufen und Prozessen in den Gedanken der Kinder ist sehr gut möglich. Der Nachteil, das Kind braucht eine genügende Grafomotorik. Beim Ordnen dagegen ist eine Grafomotorik nicht nötig. Es ist sehr einfach zu bewerkstelligen. Ordnungen können aufgezeigt werden, zum Beispiel Tiere, die im Wasser leben oder die in der Luft leben. Tierklassen können aufgeteilt werden und diverses Material kann verwendet werden, wie Kärtchen, Bilder oder Gegenstände. Der Nachteil sind die geschlossenen Fragen und Begründungen müssen öfter eingefordert werden. Bei einem schriftlichen Fragekatalog können Sie sich strikte an Ihren Sachkonzepten orientieren und konkrete Fragen dazu stellen, zum Beispiel, ob die Kinder die Bauwerke der Römer kennen oder wann sie gebaut wurden. Eine Auswertung ist dadurch zügig möglich und quantitativ erfassbar. Die Nachteile sind, dass die Kinder gut schreiben können müssen und dass die Antworten eingeengt sind. Echte Problemstellungen aktivieren das Interesse von Kindern, zum Beispiel mit folgendem Ostertipp.
Teile der echten Problemlösung sind das kognitive Konfliktpotenzial, welches die Aufmerksamkeit der Kinder weckt. Der Lebensweltbezug, der in der Regel die Motivation der Kinder weckt. Und die Fragen, die zum Nachdenken animieren. Aber sie müssen sich überlegen, wie sie die Präkonzepte sammeln. Das sehr gut geeignete sokratische Gespräch ist leider nicht in jeder Klasse durchführbar und hängt von der Klassendisziplin ab. Das Schreiben freier Texte lässt viele Gedankengänge zu, die sie erkennen können. Zum Beispiel beantworten die Kinder Fragen, wie Tiere im Winter überleben oder wie der Tag und die Nacht entstehen. Starke, aber stille Schülerinnen und Schüler können ihre Kenntnisse dabei zeigen. Freie Texte zeigen außerdem sehr viel über die sozialen Hintergründe eines Kindes auf. Sie lernen ihre Kinder also sehr gut kennen mit Aufsätzen. Aber es braucht eine hohe Schreibmotorik und einen unterschiedlichen Zeitbedarf, je nachdem, ob das Kind viel oder wenig vorgängig über das Thema weiß. Die Zukunftswerkstatt, also das Philosophieren, ermöglicht offene Resultate und ein normatives Training. Und viele Gedankengänge sind direkt erfahrbar. Also was würden Rehe machen, wenn die Winter kälter würden? Oder was wäre, wenn der Gotthardpass und der Tunnel gesperrt würde? Oder was wäre, wenn die Sonne gerade jetzt ausgehen würde? Wenn in der ganzen Klasse philosophiert wird, werden sich introvertierte Kinder weniger beteiligen. Außerdem sind in diesen Klassensituationen eine gute Disziplin und Gesprächsregeln nötig. Was wollen wir jetzt also für die Schulpraxis daraus ziehen? Wir möchten die Kenntnisse der Kinder erfragen, also was weiß das Kind? Wir möchten ihre Fertigkeiten kennen, also was kann das Kind? Wir möchten ihre Konzepte und Vorstellungen kennen, also was denkt das Kind über das Thema? Und ihre Motivation, also was will das Kind mit diesem Thema? In der Praxis haben sie ihren Unterricht meist schon geplant und dabei mit der Sachanalyse eine stufenweise Sachlogik eingebunden, anhand des Lehrplan 21 und anhand ihrer Lehrmittel, die sie benutzen. Planen Sie Ihren Unterricht flexibel. Das heißt, dass die Kinder an unterschiedlichen Orten in ihr Material und in ihren Unterricht einsteigen können. Dies ermöglicht eine Individualisierung. Das heißt, dass das Kind einen passenden Startpunkt benutzen kann oder eine passende Gruppe finden kann. Präkonzepte können ebenfalls verwendet werden, um ein Portfolio zu starten. Das heißt, ein Start zu einer formativen Förderung und Beurteilung und einem Schlussvergleich zwischen dem Präkonzept und dem Postkonzept nach dem Unterricht.